Hallo zusammen, salve a tutti, es ist Freitagabend, der 3. Mai, hello. 17:30 Uhr, DAX macht noch ein bisschen rum, aber das ist mir jetzt auch mal relativ egal. Als allererstes will ich ganz kurz, weil ich ja letzte Woche dieses Dingens gemacht habe mit Finanzen Net, ganz kurz was zu Apple sagen. Apple hat dieses, wo ist es hier, dieses Niveau hier überboten. Das heißt, dieser Downtrend ist erstmal ad acta gelegt. Der würde erst dann wieder aufgenommen werden, wenn wir hier drunter gehen unter die 164. Ich weiß nicht, ob man sich da jetzt unbedingt gleich beeilen muss, weil die gesamten Märkte, ja, aus Zinshoffnung wird Zinsangst und wie auch immer. Aber es wäre für mich am schönsten, wenn die nochmal hier so eine 200-Tage-Linie, das obere Band, nochmal so ein bisschen ankratzen würden. Aber dieser Downtrend ist fertig. Und jetzt kommt das, was ich immer sage: Nur weil ein Downtrend gebrochen ist, entsteht nicht automatisch ein Aufwärtstrend. Dennoch habe ich euch diese beiden Scheine hier mal rausgesucht, für diejenigen, die jetzt schon davon ausgehen, dass sie weitergehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich selbst, ich habe keine Position in Apple. Ich habe auch über das Wochenende generell wieder keine Position. Mein Trading-Konto ist bei 0, also 0, 0% Auslastung. Aber ein Schnüffelstück-Position kann man durchaus wagen. Und da gibt es zwei verschiedene Arten. Den 162er, der liegt, jetzt muss ich das anders machen, jetzt muss man schauen. Der 162er liegt hier drunter. Und, nee, der liegt hier drunter. Und dann habe ich noch, jetzt muss ich wieder zurück machen, das habe ich vielleicht ein bisschen doof gemacht. Und dann habe ich noch den 168er. Ganz genau. Und der liegt hier drunter. Also Schnüffelstücke, ja, fein, alles gut, aber bitte noch nicht die volle Position. Das ist zu viel. Jetzt komme ich nochmal hier rein mit den Zahlen. Kommen wir her, da, also mit den Kennnummern, dass ihr euch die anschaut. Dann müsst ihr vielleicht mal kurz den Film anhalten. Die Zahlen an sich waren okay. Ja. Also mich hat sogar positiv überrascht, muss ich sagen. Ich dachte, dass diese ganze China iPhone wird nicht so oft gekauft, Geschichte ein bisschen mehr reinhaut. Tut's nicht. Es kommen nach wie vor keine nennenswerten neuen Produkte, außer die neuen iMacs mit dem neuen Prozessor. Und dann gibt es die 97. Generation iPads. Ich glaube, ich habe immer noch das zweite oder dritte. Aber die Aussage, dass die 110 Milliarden Aktien zurückkaufen, nur mal um die Dimension zu sagen, das wäre jetzt für den DAX, der DAX-Wert 31 bis 40. Also das kaufen sie jetzt eben mal aus der Portokasse, damit man sich das mal vorstellen kann. 110 Milliarden. Und was jetzt da alles hier für Werte dabei sind, ja. Mal oben angeschaut, SAP ist nach wie vor mit Abstand der größte, aber die könnten sich locker eine Deutsche Telekom kaufen. Was sie damit sollen, weiß ich auch nicht. Ja, das ist jetzt immer so ein Spaß, ne? Aber das sind schon Summen sensationell. Dann, was habe ich denn sonst? Ach so, ja, richtig. Hier. Montag, 17 Uhr. Mache ich ich weiß nicht, ob er dabei ist, der Mick dabei ist, aber der Jürgen Schmitz dabei, machen wir so ein Live-Ding-Gedöne hier über YouTube. Da müsst ihr reingehen in Aktienlust. Ich kenne das Thema noch nicht. Ja, das wird eine Surprise. Beziehungsweise wird am Montag besprochen. Weiß ich noch nicht, 17 Uhr, wird auch nicht so lange dauern, halbe Stunde. Steht auch dann hinterher hier so drin, so wie das zum Beispiel mit dem Lars neulich drin war. Ja, ja, da haben wir das. Haben wir das? Wunderbar, da können wir weitermachen. Also es gab schon ein paar Kracher heute. Die Henkel zum Beispiel, plus 7,31%. Die Zahlen an sich waren sogar schlechter, aber das ist das, was ich seit Wochen sage. Die Zahlen werden von den Analysten eigentlich ziemlich gut getroffen. Es ist der zweite Satz in der Pressekonferenz. Ja, das sieht gut aus, Henkel. Oder ja, das dürft ihr jetzt nicht immer so erwarten. Siehe Netflix, Adobe, wie auch immer. Das ist also der zweite Satz in diesen Publikationen, ist eigentlich immer der wichtigere. Also Henkel hat jetzt zwar, die sind fett hier drüber, das ist, mal schauen, das ist ein, ich weiß nicht, wie viel Jahreshoch. Naja, es ist vom Januar 2022. Wo sind sie denn jetzt? Guck mal, das sieht man kaum hier, das wird kaum gezeigt, ja. Also auf jeden Fall, wir sind über diesem Ding, wir sind im Januar 22. Also Henkel ist auch so weit erstmal okay. Deutsche Bank war schlapp die Woche, das waren ja auf einmal 1 Euro innerhalb von ein paar Minuten. Oder heute, wo sind sie? Hier, Sixt. Die Zahlen waren schlechter als erwartet. Aber dass dann der Wert von 92 gleich mal runtergeht auf 76,
Halte ich für übertrieben. Da habe ich mir die ersten Schnüffelstücke gekauft. Allerdings habe ich das in der Aktie gemacht, weil ich so schnell gar keine Scheine mir raussuchen konnte. Finde ich jetzt ein bisschen viel. Aber na gut, die Börse, der Preis eines Dinges ist der, den es einbringt. Und damit gehen wir zu der, die das DAX. DAX einmal, zweimal. Ich habe dir ein wunderbares Wort gelesen. Das habe ich schon mal gehört, das habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen. Und von wem kommt es? Vom Jörg Scherer. Bewegungsdynamik, mangelnde Bewegungsdynamik. Echt, das ist das. Ich könnte den ganzen Tag zuhören. Mangelnde Bewegungsdynamik, ja. Also damit meint er jetzt nicht während des Tages, weil wir sind, also gestern waren wir nur 110 Punkte, heute sind wir 18.107 bis, also sind immerhin 2 Punkte. Das hier ist, aufgrund dessen hat er das geschrieben, ja. Das ist schon, das sind 200 Punkte, da darf man sich als Daytrader also echt nicht beschweren. Das ist schon in Ordnung, jetzt mache ich das ja kaum. Der Chart, ich lasse ihn jetzt mal so, zeigt mir von vornherein zwei Make-or-Break-Points. Das eine ist dieses kleine Doppeltop hier. Bei 18.237. Das ist das erste, diese Linie hier. Und das zweite ist diese Linie hier bei 17.633. So, zum oberen Punkt. Dieser Punkt hier ist ja nicht nur ein Doppeltop, sondern es ist auch, wenn ich das jetzt mal hier so anlege, von oben runter, so, bisschen weniger Dinger, weniger Ebenen. Ist auch das 61er von dieser Bewegung. Da sind wir fast auf den Punkt dran. Das heißt, der ist schon recht wichtig, der Punkt. Das ist also nicht nur ein Doppeltop, sondern auch das 61er. Und das obere Band verliert im Moment so zwischen 45 und 50 Punkten. Das heißt, am Montag wird es da sein. Das ist also echt ein ganz wichtiger Punkt. Sollte der gebrochen werden, mindestens mit einer 4-Stunden-Kerze, dann gehen wir nochmal hier Richtung hoch. Oder schließen dieses Gap hier, was wir haben, dann ist der positiv. Denn die Technik ist völlig neutral, die folgt dann sklavisch. Ja. Um die Nulllinie, diese beiden Linien schneiden sich, die traditionelle Sichtweise, wir sind hier um die 50 rum in der Stochastik. Die Technik gibt kein sinnvolles Signal. Also wie gesagt, den schreibt euch unbedingt auf, markiert ihn euch 18.240. Und der untere Punkt, den kennt ihr auch, der verbindet sich sehr schön hier hinten mit dem Chart, ja einmal, zweimal, dreimal. Jetzt viermal, der ist wahnsinnig wichtig, 17.630. Ich runde jetzt mal leicht. Der verbindet sich nämlich auch in etwa mit dem unteren Bollinger Band. Und wir liegen mit einem Doji an der 20-Tage-Linie, fast punktgenau. Und jetzt wird einer sagen, oh Doji, Doji. Aber das ist völlig egal. Wenn der hier mittendrin steht, ist das nicht interessant. Das ist interessant, da muss ich mal schauen, wenn ich sowas hier habe, diese Art Doji, in diesem Fall ein Umbrella Doji, der hier ist auch ein ganz normaler Long Leg Doji, aber der hat auch nicht viel gebracht. Aber hier so mittendrin in der Walachei, das bringt gar nichts, das ist völlig ohne Aussage. Aber schon interessant, genau wieder auf der 20-Tage-Linie geschlossen. Also meine Aussage ist, ich kann jetzt nicht ausmachen, heute hier Abend, am Freitagabend, ob wir jetzt zuerst den Weg gehen oder den Weg. Gibt die Technik, gibt da gar nichts her. Aber ich weiß, wenn wir Montag, Dienstag oder wann auch immer wir einen dieser beiden Punkte sprechen, nach oben oder unten, dann werden da mit Sicherheit nochmal 200, 300 Punkte draufgelegt oder drunter gelegt. Das hier sind die Scheine, das sind die gleichen wie Mittwoch habe ich keinen Schein gemacht, habe ich keinen Film gemacht, weil da war ja 1. Mai. Aber wie letzten Freitag, es sind die genau die gleichen Scheine, es haben sich lediglich die Hebel hinten geändert. Ich sehe keinen Grund, die irgendwo nennenswert zu ändern. Ich gehe also, wie gesagt, ohne Position ins Wochenende. Warum soll ich mir das versauen? Es kann nach wie vor, Gott weiß wo, irgendwie was passieren. Keine Ahnung. Und deswegen, während des Tages hat man genügend Chancen, sei das im DAX oder auch über 2, 3 Tage hinaus, auch mal in den Aktien. Ja, das ist also heute, ich habe heute gespielt LVMH und Kering, dann wie gesagt Sixt und das hat mir und Daimler hat ja auch noch irgendwas. Also es gibt genügend Möglichkeiten und ich muss nicht unbedingt den ganzen Tag davor sitzen oder unbedingt eine Übernachtposition haben. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Baba!